Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Remastered Edition Alarmstufe Rot 1. Genau, Leute, auf Seiten der Alliierten, jawohl. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir direkt mal weiter. Ich habe ja beim letzten Mal den Anfang gemacht, wo ich echt begeistert war. Bin ich auch immer noch, muss ich sagen. Und ja, wir sind jetzt bei Mission 3 angekommen. Wir können hier auswählen, Mission 3a oder 3b. Und wir haben hier Einsatzbesprechung. Ah, okay, ich verstehe. Landcom 16. HQ, streng geheim an Kommandant A9. Unsere Aufklärung berichtet von massiven Truppenbewegungen der Sowjets in ihrem Gebiet. Die nahegelegenen Brücken sind für den Vormarsch der Sowjets dabei von entscheidender Bedeutung. Zerstören Sie so schnell wie möglich alle Brücken. Ah, die Mission, alles klar. Tanja wird Ihnen dabei helfen. Sie müssen unter allen Umständen am Leben bleiben. Alles klar, dann würde ich mal sagen. Starten wir die mal. Oh, die geile Brückenmission. Ja, ich erinnere mich. Genau, Leute, genau. Die Brückenmission, Leute. Ja, genau, das habe ich ja gerade schon vorgelesen. Alles klar, Leute. Ja? Sind wir jetzt hier angekommen? Dritte Und Nachschlagbimmchen? patsch. Patsch. Richtig geil. Und ja, allerdings muss ich gerade gleich noch mal ganz kurz gucken. Ich hatte in der letzten Aufnahme so komische Bugs drin. Die habe ich normalerweise nicht. Ich habe jetzt ein bisschen was im OBS umgestellt. Also ich nehme es mit OBS auf das Game. Und ja, ich muss gleich mal gucken, ob das nach wie vor hier so passt. So, du kannst ja da drauf schießen, ne? Ich mach das mal kaputt hier, los. Batsch. Batsch. So, genau, Leute. Genau, in dieser Mission, in der zweiten, in der dritten Mission, müssen wir Brücken kaputt machen mit Tanja. Ganz genau, Leute. Und würde ich sagen, pirschen wir uns mal ein bisschen voran hier. Allerdings würde ich ganz gerne gleich nochmal kurz gucken, wie es aussieht. Moment, ich mache mal ganz kurz ein bisschen leiser hier. So. Wie es aussieht mit Lex. Weil ich hatte da wirklich Lex drin, die gingen über 30, 40 Sekunden. Und das war irgendwie nicht so doll. Das heißt, ich mache jetzt gleich mal. So, hier müsst ihr jetzt gleich, genau, hier kommt ein Transporter. Nimm den Arzt weg. Stell die Artillerie hier hin. Los. Mach die kaputt. Los. Geil, Leute. Und ja, wie gesagt, was? Artilleriegeschütz. Geil. Okay. Und ja, die Artillerie sind halt gut gegen Mannequin. Ich glaube, das wisst ihr aber schon, ne? Und ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal ganz kurz hier den Check. Speichere das unter Mission 3 ab. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich, Leute. So, Leute, ja, da bin ich wieder. Also, bis jetzt läuft ja die Aufnahme, ne? Also, die Aufnahme hat funktioniert und ja, alles cool eigentlich. So, wir haben jetzt hier die Stelle mit dem Flammenturm. Die Artillerie schießt da drauf. Und, genau, ich finde die Schüsse von der Tanja sogar so batz. Batz, batz. Finde ich richtig cool. Und ja, ich muss mit dem OBS allerdings ein bisschen aufpassen. Und zwar. Oh Gottes Willen. Da seht ihr mal, was für eine verheerende Wirkung der Flammenturm gegen Menschen hat. Das war schon richtig krass. Genau, das ist ein Flammenturm, Leute. Und ja. Allerdings hoffe ich mal, dass das jetzt funktioniert. Ich muss mit meinem OBS aufpassen, dass der nicht. Dass er kein Standbild aufnimmt hier. Nein, ach, warum? Warum ist das Fass in die Luft gegangen? Meine Güte. Ich wollte eigentlich die beiden Einheiten retten. Weil die beiden Einheiten, das waren Invasor und ein Arzt. Da hätten wir Einheiten bauen können. Aber ich glaube, die Einheiten, ja, hätten nicht viel gebracht. Also von daher, würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal hier das Technologie-Center kaputt Was ist? von den Russen. Und ja, dann geht's mal weiter. Mache ich mal die ganzen HD-Gebäude kaputt. Und ja, richtig geil. Also, Command & Conquer Remastered, richtig cool. Und genau, wir müssen Brücken kaputt machen. Hier ist die Kohle. Genau, wir hatten hier 2000 Kohle für eventuelle Einheiten, aber ich glaube, ja. Keine Ahnung.
Gut, Leute, ich muss in 5 Minuten nochmal einen kleinen Aufnahmecheck machen. Weil, ja, manchmal, wie gesagt, friert OBS ein. Und dieses Spiel hier möchte ich ungern mit Fraps aufnehmen, weil die Fraps-Dateien werden mir zu groß. Das ist einfach so. Und gut, dann würde ich mal sagen, pirschen wir uns mal ein bisschen weiter vor hier. Ja, hier ist eine russische Basis, hier rechts, deshalb ja, ein bisschen aufpassen. Und, oh, wie geil, Command & Conquer, ey, richtig gut. Ich freue mich so, dass ich das wirklich spielen kann jetzt hier. Gut, Leute, zerstören Sie alle Böcken. Marisch. Marisch, Marisch. Da ist ein scheiß Hund hier. Ah, er hat mich wieder gekriegt. Der hat mich wieder gekriegt, der blöde Hund, ey, wirklich. Gut. Allerdings, Leute, ich würde sagen, eigentlich müssten wir jetzt da nochmal anfangen, aber ich habe noch einen Speicherstand. Ja, ich habe noch einen Speicherstand von davor. Und da würde ich einfach mal sagen, jo, laden wir mal den, weil ich hatte es eben gespielt und dann ist halt, wie gesagt, das OBS hängen geblieben. Wo ich mich echt frage, warum. Einsatz fehlgeschlagen. Was war das denn? Was war das denn für ein Speicherstand? Wurde ich ja von einem Hund gefressen. Ey, oh Mann. Leute, das ist so witzig. Was ist das für eine Musik? Okay. Gut, dann war das doch nicht der Speicherstand, sondern eher dieser hier. Gut, alles klar. Der Speicherstand ist nämlich verkackt. Okay, Leute. Ja, wie ihr seht, ich habe noch so ein bisschen Probleme mit dem Spiel, also mit den Einstellungen und alles. Bestätigt. Aber jetzt sollte das doch gehen, oder? In Ordnung. Genau, wir waren schon quasi hier und wir wollten ja hier in diese russische Basis rein. So, da würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Bestätigt. Ja, bewegen wir uns mal dahin. Ich würde sagen, ich nehme die Artillerie als erstes und danach die Tanja, weil die Artillerie, die kann mir die scheiß Hunde wegmachen, weil die nerven richtig, die Hunde hier. Wie gesagt, die Hunde, die können einen instant fressen, wie ihr gesehen habt. Und das ist nicht schön, Leute. Und Batz. So, mach den weg. Alles klar, der Grenadier ist tot. Ich könnte ja eigentlich auch mit Teams arbeiten, ich Vollidiot. Und ja, mache ich das mal. So. Team 2 ist die Artillerie, Team 1 ist die Tanja. So, weg damit. Direkt weg damit. Los. Batz. Dann. So. Batz. Ich finde die Sounds geil. Da ist der Scheißhund. Ah, da war eine Tanja gekriegt. Ich könnte echt in mein Mikro beißen. Verdammt nochmal. Hat er wieder meine Tanja gekriegt, der miese Hund, ey. Dieser Hund. Ja, kleiner Witz. Ich find's nicht mehr lustig. Ohne Scheiß. Gut, der Spielstand ist ja verkackt hier, ne? Ja, da kommt direkt der Hund angelaufen. Gut, dann würde ich sagen, lad nochmal das Ganze. Wobei die Ladegeschwindigkeit, die war bei der ursprünglichen Version, finde ich besser. Ganz ehrlich, weil, ja, da ging das innerhalb von 2 Sekunden. Und hier dauert es ungefähr 5 Sekunden, bis der Spielstand geladen ist. Aber gut, ich jammer auf einem hohen Niveau. Ja. Gehen wir das Ganze jetzt mal ernsthaft an hier. So, so Leute. Gut. Ja, die Lecks, die sind ein bisschen, die bringen einen ein bisschen aus dem Konzept. So, aber das sollte doch jetzt funktionieren. So. Gleich kommt der Grenadier, ne? Da ist er. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, Spiel speichern. So, Leute. Ja. Damit wir das Ganze nicht immer und wieder nochmal machen müssen. Setz mich im Arsch, genau. Gut. Jetzt kommen hier. Kommt gleich hier ein Hund, ne? Genau, da kommt ein Hund. Mach den kaputt. So, los. Und lass die Artillerie die Arbeit machen. Genau so. Genau so, Leute. So, das haben wir schon mal. Dann geht's mal weiter. So, ich war ja schon hier drinnen, ne? Ich habe ja schon ein paar Gebäude platt gemacht. Aber dann kam am Ende doch wieder ein blöder Hund.
und hat mich platt gemacht. Also da unten der. So. Weg mit dem blöden Hund. Abbots. Sehr schön, Leute. Wir haben's. Wir haben's. Aber ich find's komisch, dass man hier, wenn man speichert... Ich kann ja auch mal reinzoomen hier. Richtig geil. Ich find's komisch, dass man, wenn man hier speichert, dass man dann immer einen neuen Speicherstand macht. Das finde ich irgendwie ein bisschen verwirrend. Aber gut. So, Leute, ich zoome mal hier ein bisschen rein. Mach die kaputt. So, hier unten den los. So. Gut. Die Artillerie kümmert sich um den Grenadier da oben. So, da kommen noch zwei Schützen. Alles klar, das ist so wie so ein... Wie fast schon so ein Third-Person-Shooter in der reingezoomten Perspektive. Richtig gut, Leute. Da ist der Hund. Da ist der Hund. Der Hund, der hat mich eben platt gemacht, Leute. Ach du Heilige. Die Missionen sind ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl, oder? Ich habe so das Gefühl, dass die Missionen nicht gerade einfach sind. Oh, das hier ist weg. Die haben die Explosionsgeräusche ein bisschen angepasst. Finde ich auch geil. So, dann macht das da oben kaputt. So, dann zoomen wir wieder raus hier. Und macht das hier kaputt, weil da oben steht ein Raketenwerfer, Leute. Da oben stand nämlich ein V2-Raketenwerfer. Gut, Leute, dann würde ich sagen, direkt mal speichern. Mission 3. So, Leute. Dann macht das hier noch kaputt. Sau gut. Weil hier oben, Leute, hier standen Raketenwerfer. Und die Raketenwerfer von den Russen, Leute. Die sind übelst mächtig gegen Infanterie und Gebäude. Alles klar, können wir mal ein bisschen entspannen hier. ja. Wie gesagt, vielleicht bringen die Entwickler ja noch einen Patch raus. Dass die Lecks mal aufhören. Weil das nervt schon wirklich. Sofort steht hier ein Flammenturm. Ja gut, dann macht die mal kaputt. Waka waka waka, genau. Das ist noch ein alter Soundtrack. Richtig gut. Gut, dann macht den Flammenturm kaputt. Sofort steht da ein Flammenturm. Also das ist auch neu. In der alten Mission stand da klar kein Flammenturm. Alles ein bisschen schwieriger gemacht, ja. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen... Gegnerisches Gebäude. Sehr, sehr gut. Dann... Botz. Sehr, sehr gut. Dann macht das Ding noch kaputt. Macht den doch kaputt. Mensch, lass den doch nicht schießen. Da seht ihr jetzt, die Artillerie hält eigentlich nichts aus. Die hält nichts aus, das Ding. Also das ist wirklich... Das ist wirklich doof. Aber gut, Leute, da wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sind, würde ich mal sagen, mache ich mal einen kleinen Aufnahmecheck. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. also ich habe gerade nochmal geguckt. Es waren leider nach wie vor noch mal ein paar Bugs drin, ne? Aber ich habe es nochmal umgestellt und hoffe, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Also der Lag, der war nicht lang. Ja, nur so 2 Minuten oder so, aber es waren halt Standbilder und das möchte ich in meiner Aufnahme nicht haben. Deshalb, Leute, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Gut, würde ich sagen, gespeichert habe ich das Ding. Und dann würde ich mal sagen, setze ich mich mal im Arsch. Genau, oh Gott, Tanja, mach die kaputt. Los, den auch und den auch. So, sehr schön. Alles klar, Leute. Jo, dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt... Oh, mach die scheiß Hund weg. Überall Hunde hier, meine Güte. Das war aber in der alten Mission nicht so. Naja gut, egal. Alles klar, dann würde ich mal sagen... Geh mal hoch hier, mach den kaputt. Also, die Verstärkung, die kriegt da immer noch. Alles klar, dann mach den kaputt. Sehr gut, zack. Sehr, sehr schön, Leute. Gut, dann würde ich sagen, zoome ich nochmal hier rein. Und ich finde das geil mit dem Zoomen, wirklich. Sieht man nämlich sofort, wo die Manneken sich hier verstecken. So, dann setze ich mich mal im Arsch und dann, würde ich sagen, mache ich mal die erste Brücke kaputt. Lauf bitte rüber, Tanja.
Sie läuft rüber, sehr gut. Und hier. Zack. Und Batz. 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 Und hier noch. Batz. Sehr, sehr gut. Und Batz. Batz. Jawohl, Leute. Sehr, sehr gut. Zack. Das ist so bescheuert, Titania, wirklich. Lacht sie sich hier erstmal einen kaputt. Und das müsste dann die Mission gewesen sein, oder? Zumindest schon mal die eine Brücke. Und bevor die Mission jetzt hier zu Ende ist, würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal. Mission 3. Ich kann nicht. Nee. Ich kann nicht. Oh. Da war noch einer. Ich kann keinen Speicherpunkt auswählen. Das finde ich sehr interessant. Okay. Gut, dann sollte das gewesen sein. Einsatz erfolgreich. Richtig, Leute, das war's. Sehr cool. Gut. Leute. Cutscene. Ja, genau, die Cutscene. Wo der Jeep da einfach die Brücke runterfliegt. Oh, hier. Bonusgalerie freischalten, Sackkasse. Okay. Sehr interessant. Gut, Leute, bevor wir hier in die nächste Mission reingehen. Wir sehen, die Russen, die breiten sich hier in Deutschland aus. Bevor wir in die Mission reingehen, würde ich das ganz gerne nochmal gucken. Was wir hier für eine Bonusgalerie haben, Leute. Was ist das denn hier? Ah, schaut mal. Hier, Lead Engineer. Ein technischer Leiter, okay. Steve Tall, der Lead Engineer beim ersten Mal Teil von Alarmstufe Rot. Steve war 2003 an der Gründung von Petroglyph Games beteiligt und war Technical Director bei der Remaster-Version von CMC. Cool, also er hat dabei mitgewirkt. Finde ich sehr interessant. Sieht cool aus auf jeden Fall. Ja, nochmal so coole Zwischeninfos eingestreut bekommen. Finde ich super. Alles klar, würde ich mal sagen, machen wir mal weiter hier. 10:1. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir mal direkt mal mit der nächsten Mission weiter. Es geht nach Westpolen. Alles klar, da kommt jetzt nämlich eine Cutscene. Bitte auf Deutsch. Das ist alles ein bisschen merkwürdig, ne? So. Commander. Ja, sehr gut. Ich würde Ihnen ja gerne gute Nachrichten überbringen. Aber nicht alle unsere Schlachten liefen so gut wie Ihre. Alle G-Zonen in Griechenland sind verloren. Und Deutschland bricht auch zusammen. Aber noch ist nicht alles verloren. Ihr Erfolg hat den sowjetischen Vormarsch in dieser G-Zone verlangsamt. Ihre Zerstörung der Brücken hat den sowjetischen Kommandeur gezwungen, auf einen gewissen Gebirgspass auszuweichen, der Ihnen bekannt vorkommen dürfte. Er setzt alles darauf, dass Sie ihn nicht noch einmal aufhalten können. Zeigen Sie ihm, dass er sich irrt. Stavros? Richten Sie sich auf eine geballte Ladung sowjetischer Panzer ein. Der Stützpunkt, den Sie errichtet haben, steht immer noch. Fahren Sie ihn schnellstmöglich wieder hoch. Wir verlassen uns darauf, dass Sie einen Durchbruch der Roten verhindern. Ah, okay, Leute, okay. Aber die Cutscenes, muss ich sagen, ganz ehrlich, so viel besser sehen die nicht aus. Die haben es einfach nur ein bisschen verwaschen und ein bisschen hochskaliert, aber das mir auch nicht. Also irgendwie, ja, egal. Russische Panzer. Die nerven. Die nerven richtig, die Dinger. So, da bin ich wieder. Ja, es gibt eine Sache zu sagen, und zwar, ich habe es jetzt mit dem OBS aufgegeben. Ich bin jetzt einfach zum Fraps gewechselt, weil, in Ordnung. Ja. Was haben wir denn hier? Leute, wir haben Mission... Moment, wir haben noch Mission 2 gehabt. Mission 4. Eigentlich sollte doch hier eine Basis stehen, oder? Das finde ich gerade ein bisschen mysteriös, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also, normalerweise steht hier eine Basis. Was ist los? Leute, Neustart. Ach so, nein, weil ich ja neu gestartet habe, oder? Moment mal. Da stimmt aber irgendwas nicht. Mit Fraps. Verstärkungen sind angetroffen.
Sofort. Okay. gut, dann baue ich mir halt die Basis neu auf. Ist ja nicht schlimm. So, mit dem Fraps sollte das jetzt aber ein bisschen besser laufen. Diese Lex beim OBS, ne, die haben mich schon, die nerven. Die haben mich schon genervt. Ich hoffe, dass ihr euch davon nicht abschrecken habt lassen. Wie soll ich das denn jetzt machen hier? So wenig Einheiten. Konstruktion abgeschlossen. So. Neue Bauoption. Raffinerie los. Ja, natürlich. Wie soll ich das denn machen, verdammt nochmal? Abgebrochen. Ach so, ich habe übrigens jetzt gerade noch mal die Shortcuts nachgeguckt für Reparatur und Verkaufen, Steuerung T und Steuerung S. Genau, das ist es. Und ja, das finde ich jetzt gerade ein bisschen krass, was hier abgeht. Also eigentlich habe ich hier noch eine Basis stehen und einiges an Einheiten. Die habe ich jetzt nicht, das ist ein bisschen Verarsche vom Spiel. aber damit komme ich klar. Also das geht schon, ja. Konstruktion abgeschlossen. Und ja, wie gesagt, jetzt mit Fraps. Neue Bauoption. Jetzt nehme ich es halt mit Fraps auf. Warum habe ich hier. Moment. Muss ich nochmal ganz kurz. Einheitenwarteschlange an. Also irgendwas stimmt hier nicht mit dem Dings, ne? Wird gebaut. Irgendwas stimmt hier gerade mit dem Spiel nicht, aber es ist egal, Leute. Ich spiele es einfach weiter und ja, spiele ich es halt erstmal klassisch weiter. Gut, Leute. Wie gesagt, ich habe zum Fraps umgestellt. Die Lecks haben genervt. Und ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. So. Mach die Flugzeuge kaputt, die nerven doch. So, Leute. Gut, Waffenfabrik. Zack. Abgeschlossen. So. Und ja, Leute, wie wir sehen, die Energieleiste ist auch hier eine andere. Also, sie haben es geändert. Gelb ist der Energieverbrauch und grün ist quasi ja unser Energievorrat. Und wir haben 50 von 300. Das heißt, sie haben die Energie auch in Einheiten. Ja, sozusagen abgebildet. Und das finde ich doch super. Finde ich super geil. Da kann man sich ja immer ausrechnen, wie viel Energie man braucht, um ein bestimmtes Gebäude zu bauen. Gut, ja, dann kommen wieder 5 Grenadiere. Alles klar, dann würde ich sagen, die fahre ich einfach mal kaputt hier los. Ja, Sir, los, fahrt die kaputt. In Ordnung. Boah, ja, Leute. So. Ja, die machen natürlich den eigenen kaputt, ist ganz klar. Und da muss ich mich jetzt langsam mal verteidigen. Wird gebaut. Ja, finde ich ein bisschen komisch, wie gesagt, dass die Basis auf einmal weg war. Konstruktion abgeschlossen. Aber ja, meine Güte. Das kann man sich doch nachbauen. Wird gebaut. Ja, Sir. Gut. Der Sammler kommt wieder. Ja, Sir. Was war das denn? Ja, Sir. Sofort. Was war das denn? Habt ihr es auch gehört? Das war irgendwie. Joi. Okay. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Dann reparier das. So. Konstruktion abgeschlossen. Und hier das hier auch bitte reparieren. Melde mich wie sofort. So, Leute. Dann Bunker bauen. Es gibt hier so Umgebungssounds, das finde ich ja geil. Da sind so Wölfe, die da heulen. Finde ich ganz cool. Finde ich richtig geil. Leute. Und ja, also wie gesagt, Gorne Conker, ey, meine Güte. Unzureichende Finanzmittel. Wie gesagt, also ich nehme es jetzt mit dem Fraps ab. Ich habe es aufgegeben mit OBS. Ich habe keine Ahnung, warum da immer Frames übersprungen werden. Das ist richtig nervig. Konstruktion. Auch wenn die Dateien bei Fraps halt jetzt riesig werden. Aber dann nehme ich halt nur 2 Folgen oder 3 Folgen am Stück auf. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, Sir. Also, ja. Der Sammler kommt wieder rein, finde ich sehr gut. Weil bevor gleich der erste Panzer kommt, ich muss mich hier unbedingt einmauern mit Verteidigung. Genau, da kommt er schon. Oh mein Gott. Konstruktion. Da kommt schon der Panzer. Ach du Heilige. Ja gut. Ja, Sir. Ja, Sir. Da ist schon der scheiß Panzer. Wird repariert. Ja gut, dann reparieren nochmal. Gut. Schieß da drauf. Los. Was hat Mannequin da? Mach den kaputt hier. Ach du Heilige. Unser Stützpunkt wird ja, das ist schon nicht einfach jetzt, ja? Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Gut. Konstruktion abgeschlossen. Geschützturm nachbauen. So. Du meine wird Güte. Repariert. Ja, ich muss mir irgendwie in der zweiten Mission jetzt die Basis neu aufbauen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh nein! Nicht noch einer! Oh nein. Unzureichende Schienen. Ich habe keine Kohle mehr. Ich habe
Verdammt. Bring die rein. Bestätigt. Los. Wo will der hin? Wo will der hin? Ja, Sir. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Zum Einsatz. Sehr gern. In Ordnung. So, mach den kaputt. Ja, mach den kaputt. Oh, das ist blöd. Das ist richtig blöd jetzt. Gut, Bunker. Ach verdammt. Wird repariert. Das ist richtig schwer, wenn man keine Basis am Anfang hat. Ey. Das ist so unfair. So, dann mach den Panzer kaputt. Sind die Panzer nach wie vor so blöd? In Ordnung. Guck ich jetzt mal. Die sind nach wie vor blöd, das finde ich super. Die sind nach wie vor strohdumm. Okay, alles klar. Die folgen nämlich meinen Einheiten und dann kann man die schön in die Türme reinziehen. Richtig gut, so. Geschützturm. Ja, das ist schon recht challenging, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also, ja. Aber macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Für alle Echtzeitstrategie-Fans ist das wirklich ein Musterspiel. Wird gebaut. So, weiter geht's. Sammler sammeln wir bitte hier unten. Okay, gut. Weiteren Bunker bauen, ja. Das kostet zum Glück nur 400. Das ist ja unzureichende Finanzmittel. Kein Geld. Okay. Ah, hier kann man sogar hier so die Meldung nachscrollen. Finde ich ganz geil eigentlich. Och, meine Güte, dann ist die Folge schon wieder vorbei. Gut, alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen, ja, hoffe ich, dass euch diese Lecks nicht abgeschreckt haben. Und, oh nein. Oh, verdammt nochmal. Gut, dass ich hier einen Bunker gebaut habe. So, mach die kaputt. So, Leute. Das wehre ich noch ab. Der Sammler soll bitte hier vorne sammeln und dann würde ich sagen, speichere ich das direkt. Unter Mission 4. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.